Der Teamsport Ultimate Frisbee gibt uns eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. Gegeneinander zu spielen heißt auch miteinander zu spielen. Das heißt, es geht im Kern nicht darum, wer Recht hat, sondern wie wir miteinander auskommen. Die Besonderheit, die uns zu besseren Menschen machen kann, ist, dass Ultimate ohne externe Schiedsrichter gespielt wird und dass daher die Spielenden selbst strittige Situationen eigenverantwortlich klären. Dieses Fair-Play-Verhalten funktioniert nur, wenn es von allen gleich befolgt wird. Dafür steht der Paragraph 1 der Ultimate-Regeln unter dem Begriff Spirit of the Game. Die Ultimate-Regeln fordern von den Teilnehmenden mehrere Bedingungen, damit das Spiel läuft, ohne dass sich jemand benachteiligt fühlt. 5 Punkte sind mir dabei am wichtigsten. Ultimate ist so etwas wie Erwachsenwerden im Schnelldurchlauf. Freude am Spiel, Kindergarten, Stopptanz, Führerschein, Hochzeit. Wie wir schon Kleinkindern beibringen, das Festhalten an den Regeln, Respekt vor den Gegenspielenden und die Freude am Spiel sind wichtiger als der unbedingte Siegeswillen. Mensch, ärgere dich nicht. Zur Konfliktlösung sollen wir respektvoll miteinander sprechen und die Unstimmigkeit schnellstmöglich klären. Wie im Kindergarten, gebt euch die Hand. Ein Zwischenruf, ein sogenannter Call, friert das Spiel ein, wie beim Stopptanz. Anschließend sind zunächst und zumeist nur die beiden Beteiligten gefragt, um die strittige Situation zu klären. Alle, die mitmachen, müssen die Regeln kennen, wie beim Führerschein. Auf höheren Levels ist auch Regelkenntnis nachzuweisen. Führerschein bitte. Und zu guter Letzt, wer immer etwas zu beanstanden hat, soll einen Call machen. Das heißt, wer etwas zu sagen hat, soll den Mund aufmachen, wie bei der Hochzeit. Oder schweige für immer.